Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück zu einem neuen Quicktip und ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mir das Thema für den Quicktip geliefert habt, weil heute war eigentlich eine Stempelklasse geplant, aber ich habe es nicht geschafft, die vorzubereiten. Aber gestern auf Instagram habe ich euch die Geburtstagskarte für meinen großen Neffen gepostet und auch auf meinem Blog und ich habe sie heute nochmal nachgebastelt, damit wir wissen, worüber wir sprechen. Und zwar habt ihr mich gefragt, was dieses Element hier unten ist. Nicht jeder kennt das, viele von euch kennen es. Das sind sogenannte Bottle Caps, auf Deutsch Kronkorken. Und wir hatten die mal im Sortiment. Ich zeige es euch nochmal von Dichten. Ja, es ist einfach so ein 3D-Element, was ich sehr gerne bei männlichen oder auch bei Männerkarten oder auch bei Scrapbook-Layouts verwende. Und ich habe die wieder mal, sind sie mir in die Finger gefallen in meiner Grabbelkiste, habe ich gesagt, da mache ich was draus. Wir hatten die mal im Sortiment von Stampin' Up, das sind sie nicht. Die habe ich jetzt auch noch gefunden, weil ich nämlich, da sind halt einfach Fragen auch auf Instagram gekommen, weil das bei euch nicht so richtig funktioniert und eure Kronkorken gepresst nicht so aussehen wie diese, dass ich einfach mal, da sind wir so verblieben, dass ich einfach mal zeige, wie ich das mache. Vielleicht erklärt sich dann, was falsch läuft. Denn ich vermute mal, dass eure dann so aussehen wie diese hier. Ne? Also die sind etwas zu platt gedrückt, denn eigentlich sollen sie so aussehen, wenn man das mal so nebeneinander hält. Ich habe hier welche, die habe ich auch für die Karte verwendet, in so einem rustikalen Schick. Von der Seite sieht man sie nicht, sondern nachher nur von dieser Seite. Oder aber auch, zeige ich euch gleich nachher auch noch ein Projekt, es gibt die in Weiß, es gibt sie, glaube ich, auch in Gold und Silber. Bezugsquellen verlinke ich euch mal. Und heute geht es einfach nur darum, wie bekomme ich sie so schön hin, wie sie sind. Was sind das für Teile? Und ich starte mal mit der Big Shot. Ihr braucht eine Stanz- und Prägemaschine dazu. Die meisten von uns haben die Big Shot, deswegen erkläre ich es einfach daran. Wenn ihr sowas Flaches fabrizieren wollt, bleibt es beim ganz normalen Aufbau. Grundplatte, Auflegeplatte, zwei Acrylplatten und dazwischen dieses Teil. Dann sieht das so aus. Lasst die weg, die Auflegeplatte. Und wenn eure Acrylplatten so ein bisschen eine Biegung haben, manchmal haben sie das ja, ist das in diesem Falle sogar ganz gut, weil dann legt sie so zusammen, dass hier dazwischen das Bottle Cap kommt. Das erleichtert es euch ungemein. So, ich nehme jetzt mal eine von diesen Antiken. Ihr könnt auch ruhig Acrylplatten nehmen, die nicht mehr ganz so prickeln sind, ne? Weil das wird sich ein bisschen einpressen. Lege mir das drauf, gerne hier in die Mitte, weil wir wissen ja, die Acrylplatten, die sich biegen, da liegt das jetzt schön dazwischen. Dann haut uns das nämlich auch nicht so ab und dann drehe ich das einfach oder kurbel ich das einfach durch. Das gibt gar nicht wahnsinnig viel Widerstand. Es klebt dann auch gerne mal im Deckel, aber ihr seht, Fingernagelkiller. Es ist schön rund geworden. Das gleiche funktioniert auch gut mit den weißen. Ich kurbel die jetzt einfach mal alle durch, damit ihr so den Unterschied seht. Ich bin nämlich auch gebeten worden, einfach nochmal die von Stampin' Up auszuprobieren. Ich hatte die Gott sei Dank noch. Da, perfekt, schön rund. Und jetzt, das ist einer von Stampin' Up, habe ich heute Morgen durchgekurbelt. Das sind diese silbernen, lege ich auch so drauf. Oh, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Vorführeffekt. Aber klappt wunderbar, das ist der Beweis. Also wir hatten miteinander, ich weiß nicht, wer es war, aber wir hatten das Thema gestern auf Instagram. Vielleicht liegt es an dem Aufbau der Big Shot. Nun ist es ja auch immer so, dass die Big Shots auch mal einen unterschiedlichen Druck haben, aber es sollte zumindest nicht sowas bei rauskommen. Handelsübliche Bottle Caps, weiß ich, sind da ein bisschen zickig, weil die vom Material her ein bisschen stärker sind. Ich wollte euch aber auch noch kurz was zeigen, wie man das weiterverarbeiten kann. Für diese Karte habe ich ja hier so einen Antiken. Der ist weniger glänzend als dieser. Und ich habe mir genommen, das Designerpapier mehr der Möglichkeiten, weil das hier zum Design einfach super dazu passt. Da könnt ihr alles nehmen, was ihr wollt. Ich zeige euch auch gleich noch was anderes. Und die 1-Inch Kreisstanze, die passt da perfekt rein. Und dann nehmt ihr euch so ein bisschen so ein Motiv, stanzt das aus
Und dann klebt ihr das einfach in diese Cap rein. Es braucht einen Moment zum Anziehen, weil wir natürlich so eine Nicht-Papier-Fläche unten drunter haben. Das kann man jetzt so lassen. Man könnte da jetzt auch in 3D noch ein Herzchen oder irgendwas oder ein Steuerrad oder sowas draufsetzen. Man kann aber auch, und das gibt es so schon fertig, solche Klebepunkte draufsetzen. Und die nimmt man sich einfach ab. Ist das gleiche Prinzip wie unsere Glitzersteinchen, sind von hinten klebend. Und dann setzt ihr euch das einfach auf das Motiv drauf und habt diesen versiegelten Effekt. Und dann könnt ihr es weiterverwenden. Ich setze dann einfach hinten ein Dimensional drauf, weil wir natürlich hier so eine Biegung drin haben. Und flach würde es nicht aufkleben. Huch, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier mit meiner Kamera hinkomme. Und das Dimensional gleicht das aus und dann kann ich das ganz einfach auf meine Karte setzen. Was man auch machen könnte, ich nehme jetzt mal so einen silbernen und unser Winterzauberpapier, und da haben wir ja so ein schönes Silber, so silberne Designs auf der Rückseite. Klebt mir das da wieder ein. So. Da könnte ich jetzt auch noch eine Schneeflocke draufkleben haben, dann aber nicht versiegeln. Und versiegeln kann man das Ganze mit, ich lasse es jetzt nur ein bisschen antrocknen, wir haben dieses Crystal Effects mit Shimmery Effekt, mit Shimmer Effekt. Wir hatten früher schon mal ein klares Crystal Effects, das ist so ein Gel, was man da jetzt auftragen kann. Und das habe ich auch schon mal vorbereitet, ich habe es nur beiseite gelegt, weil es noch nicht trocken ist. Und zwar sieht das dann hinterher so aus. Das braucht recht lange zum Trocknen. Ich ditch da jetzt nicht drauf, weil ich vermute, dass es noch nicht trocken ist. Und das könnt ihr auch ganz einfach machen. Braucht vielleicht ein bisschen Übung und ihr braucht ordentlich von dem Zeug. Ich versuche euch mal jetzt ein bisschen ranzuholen, damit ihr das verfolgen könnt. Ich gebe da ordentlich was auf. Ich hoffe, man kann das in der Kamera erkennen. Und das ist ja, das seht ihr jetzt hoffentlich auch, das ist ja wie so ein Gel. Und jetzt verteile ich das erstmal grob. Also im Moment drücke ich nicht, sondern arbeite hier nur mit der Spitze und verteile dieses Gel über diesen Kreis. Und ich fange dann auch irgendwann an, nur noch zu klopfen. Und versuche das hier auch an den Rand zu kriegen. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen. Drück mir noch ein bisschen nach. Und durch dieses Klopfen bilde ich mir ein, kriege ich ein bisschen so die Luftbläschen raus. So, ich denke, das sieht schon ganz gut aus. Und das lege ich jetzt zur Seite, wo weder Katze noch Hund noch Kinder dran kommen. Und lasse das trocknen. So. Guck noch mal. Ich denke, ich kann hier gleich am Rand noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber das ist im Prinzip der Effekt, den ich damit erzielen kann. Im Endeffekt sieht es dann nachher so aus. Ich hoffe, man kann so ein bisschen diese Schimmereffekte da drin erkennen. Und was man auch noch machen könnte, das habe ich hier mit so einem kleinen gemacht. Ich drehe den immer noch mal durch. Die gab es damals auch bei Stampin' Up. Und da habe ich mit einem halben Inch den Kreis ausgestanzt. Ihr seht, das ist hier auch noch nicht trocken. Da könnte man jetzt auch mal die nicht schimmernde Seite nehmen. Und bin dann mit unserem Präzisionskleber darüber gegangen. Der Präzisionskleber hat allerdings den Nachteil, dass er zwar auch gelig ist, aber doch mehr flüssig. Also der ist nicht ganz so gelig wie
wie dieses Crystal Effects oder dieses Glossy Accent, wie heißt es denn eigentlich? Crystal Effects, also von anderen Herstellern, dieses Klare, das gibt es auch noch, da heißt es Glossy Accent und nicht Crystal Effects. So, und das muss auch trocknen und im Endeffekt sieht das dann nachher so aus. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das bildet nicht ganz so eine schöne Kuppel, weil es halt nicht ganz so gelig ist wie dieses hier. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist ja hier noch sehr nass. Also wie gesagt, aufpassen, dass da keine Katzenhaare reinkommen, keine Kinder anfassen. Und im Moment sieht es wirklich noch so aus, aber es legt sich nachher platt hin. Es ist zwar versiegelt und hat so einen kleinen Schimmereffekt drauf, aber es bildet nicht die schöne Kuppel. Wer es ganz einfach und schnell haben möchte, legt sich dann einfach die Dots mit dazu. So, das war mein Tipp zu Bottle Caps, Kronkorken. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen, vielleicht verwendet ihr es auch mal auf einem Scrapbook-Layout. Wie gesagt, ich arbeite sehr, sehr gerne mal mit den Bottle Caps, die kommen mir immer mal wieder in die Finger. Und als kleinen Hingucker auf einem Scrapbooking-Layout oder aber auch auf einem Minibook vorne auf dem Cover drauf, eignet sich das immer. Und vielleicht ist das ja auch eine Idee für eure Weihnachtskarten. Man weiß es nicht. So, und damit verabschiede ich mich heute schon für heute schon wieder und wünsche euch eine schöne Zeit. Versucht es mal, probiert es aus, bleibt gesund und kreativ und ich sage Tschüss aus Hamburg. Tschüss.